Mittlerweile handelt es sich hier um ein Luxusgut mit potenzieller Wertsteigerung. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Hier ist wieder euer Markus aus Alanya und es geht heute um Kfz in der Türkei. Viele Auswanderer kommen hierher mit einem deutschen Fahrzeug und müssen das Ganze nach 2 Jahren dann wieder ausführen. Es gibt aber auch die Möglichkeit für Rentner unter anderem ein deutsches Fahrzeug reinzubringen, das umschreiben zu lassen, eine Kaution zu hinterlassen, was extrem sein kann. Aber dafür hat man dann ein türkisches Kennzeichen und kann damit endlos lange hier fahren, ohne dieses Fahrzeug, ursprünglich deutsch, rausfahren zu müssen. Eine Alternative besteht aber darin, natürlich, so wie wir das gemacht haben, ein türkisches Fahrzeug zu kaufen. Der große Nachteil in dem Fall ist allerdings, dass es natürlich mit hohen Anschaffungskosten verbunden ist. Ja? Und ich möchte hier nochmal auf einen Kommentar drauf eingehen. Von auch wieder mal dem Klaus, also auch hier liebe Grüße, weil auch hier Punkt genau auf den Punkt und auch liebe Grüße an den Chinate. Da habe ich nämlich das erste Mal vor 1, 2 Wochen von ihm gehört, dass es nämlich demnächst zu einer Änderung kommen wird. Darauf werden wir aber gleich noch drauf eingehen. Also teilt das Video unbedingt, damit ihr vielleicht noch Menschen erreicht, die jetzt noch, bevor Änderungen stattfinden, noch investieren können. Denn es handelt sich um das Kfz in der Türkei. Der Klaus hat einen Tipp. Denn ich will hier keine Namen bzw. Marken nennen. Es handelt sich aber hier um chinesische Fahrzeuge. Und natürlich kann man jetzt davon halten, was man will. Fakt ist aber, dass es mir unabhängig davon aufgefallen, die letzten Monate und Jahre, dass man immer mehr chinesische Fahrzeuge gesehen hat. Und das hat auch einen Grund. Diese Fahrzeuge sind im Vergleich zu Gebrauchtwagen oder sogar Neuwagen natürlich von anderen Marken, ja, europäischen Marken oder auch japanischen Marken, koreanischen Marken, im Vergleich dazu extrem günstig. Du bekommst ein chinesisches Neufahrzeug viel günstiger aktuell als ein Gebrauchtwagen oder ein Neufahrzeug von einer bekannten Marke aus Deutschland zum Beispiel. Ja. Und dann kaufen die Leute natürlich eher ein neues Fahrzeug anstatt gebraucht, was günstiger ist und oft noch jahrelange Garantie zusätzlich bekommt. Ja. Und das ist natürlich dann ein großer Nachteil für den Gebrauchtwagenmarkt bzw. auch für den Neuwagenmarkt. Ja. Und Klaus schreibt, es gibt hier eine neue Marke, die es wert ist, sich einmal anzuschauen. Ja, die sage ich jetzt nicht, beginnt aber mit CH. Diese Fahrzeuge kosten neu ca. 1,2 bis 1,6 Millionen Tele, je nachdem, was man möchte. Dafür bekommt man ein Fahrzeug mit einer Ausstattung, die vergleichbar ist mit einem VW Passat für 78.000 Euro. Diese Erfahrung habe ich selber gemacht. Der Service ist absolut klasse und die Preise für Gebrauchtwagen liegen mittlerweile auch in der Preisklasse. Nur hier bekommt man ein nagelneues Auto für 40.000 Euro. Das ist das, was ich am Anfang gerade gesagt habe. Das Fahrzeug ist voll ausgestattet mit allen elektronischen Fahr- und Navigationssystemen, ist geräumig, ein absolutes Familienauto mit wirklich ordentlicher Leistung und der Run der Türken auf diese Fahrzeuge ist gerade ungebrochen und unfassbar hoch. Wenn man heute so ein Fahrzeug bestellt, hat man schon auch Lieferzeiten. Die Chinesen zeigen, wie es geht und wie man es richtig macht. Das ist auch das, was ich gerade noch gesagt hatte, dass es mir so vorkommt, dass viele und auch bei uns im Auswanderungskreis quasi hier gibt es auch den einen oder anderen, die schon umgestiegen sind und davon schwärmen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Wie gesagt, es ist für Menschen, die sich hier ein Auto kaufen wollen und müssen. Ich würde von Gebrauchtfahrzeugen dringend abraten, denn der Preis ist relativ hoch und im Vergleich dazu bekomme ich diesen CH, diesen Chinesen, ja, die jetzt auch nach Deutschland kommen und den Markt angreifen. Motor sowie Fahrwerk kommen von der englischen Firma Rover. Da stecken also viele internationale Produkte in dem Fahrzeug und man hat 5 Jahre Garantie. Es gibt sogar Hersteller, die machen 7 Jahre Garantie. Also echt krass. Man sieht immer mehr dieser Fahrzeuge jetzt auf den Straßen. Achtet mal darauf und schaut mal auf die Webseite von denen. Es lohnt sich. Also ja, richtig interessant das Ganze. Und jetzt aber zur Kernaussage dieses Videos und da auch nochmal Danke an den Chinny, der hat das vor circa 1,5, 2 Wochen aufgegriffen. Es wird demnächst eine Gesetzesänderung geben in der Türkei. Schwuppdiwupp, ab 7.7. werden diese chinesischen Fahrzeuge mit Extrazöllen von bis zu 40% bzw. 40% besteuert, Minimum aber 7.000 Dollar.
Das bedeutet, wenn du jetzt ein chinesisches Fahrzeug jetzt aktuell kaufst, für Beispiel Neufahrzeug 40.000, dann wird dieses Fahrzeug nach dem 7.7. auf Knopfdruck einfach so mindestens 7.000 Dollar mehr Wert haben, geschweige denn eventuell sogar 40%. Und da gibt es natürlich Investoren, die jetzt natürlich da das erkannt haben und jetzt nochmal Autos nachkaufen. Ja, also nicht Coins, Gold oder sonst Edelmetalle nachkaufen, sondern Autos nachkaufen. Mit der Hoffnung natürlich, dass das dann genauso umgesetzt wird und dass sie dann später solche Fahrzeuge verkaufen können. Also ich finde das sehr krass. Warum wird das gemacht? Warum macht die türkische Regierung das? Genau, damit eben die Chinesen nicht den Markt überrollen, damit die Chinesen hier in der Türkei investieren, die Produktionsstätte natürlich in die Türkei verlegen, genauso wie in Deutschland. Ja, warum sollen die alle abwandern? Die sollen alle gerne in Deutschland investieren, in dem Fall auch hier in die Türkei. Und weil natürlich dann die chinesischen Fahrzeuge, die Neufahrzeuge extrem teurer werden, 40%, das ist natürlich schon eine Wucht, ja, wollen sie natürlich auch damit den Gebrauchtwagenmarkt wieder ankurbeln. Ja. Und das wird vermutlich meiner Meinung nach auch eine Art Kettenreaktion hervorrufen, was wiederum bedeutet, dass die Fahrzeughalter, die jetzt auch schon ein Gebrauchtfahrzeug haben, dass die davon höchstwahrscheinlich auch profitieren werden und die Preise von deren Gebrauchtfahrzeugen auch steigen werden. Also hier in dem Fall Win-Win-Situation. Nur für diejenigen, die natürlich zu spät dann kommen, ein Auto kaufen, wird es halt einfach nochmal teurer. Also es ist auf jeden Fall gut zu überlegen, ob man dann hier in der Türkei natürlich ein Fahrzeug kauft. Ich persönlich würde nur Fahrzeuge mit weitergehender Garantie oder halt Neufahrzeuge kaufen mit Garantie. Finde ich einfach komplett entspannt, also richtig klasse. Da bieten ja viele Hersteller das einfach an. 5, 6 oder teilweise sogar 7 Jahre. Also wirklich interessant. Macht euch da gerne auch selber schlau. Und ja, wenn es halt finanziell nicht geht, dann bringt man einfach ein deutsches Auto hier rein und macht dann entweder die Umschreibung oder nach spätestens 2 Jahren dann wieder raus. Ja? Ich wurde in einem anderen Kommentar auch angeschrieben in Bezug, ich habe das nicht ganz verstanden. Wenn ich hier ein Fahrzeug neu kaufe, so wie wir das hier gemacht haben, in dem Fall ein Hyundai, haben wir gekauft und haben damals, ja, Beispiel, grob 50.000 bezahlt. Und wenn ich den Wagen jetzt verkaufen wollen würde, habe ich kaum Wertverlust. Und es gab eine Phase, wo ich sogar eine Wertsteigerung extrem hatte, weil es diese Fahrzeuge einfach nicht gab. Da wurde zweimal angesprochen von Menschen draußen, als ich geparkt hatte, 70.000 Euro wollten die mir geben. Das heißt, 20.000 im Plus hätte ich den Wagen verkaufen können. Ja? Jetzt mittlerweile hat sich die Situation geändert. Trotzdem kann ich den Wagen, ein türkisches Fahrzeug, für kaum Wertverlust verkaufen. Das ist nicht wie in Deutschland. In Deutschland, wenn du für 50.000 ein Fahrzeug kaufst, ein Neufahrzeug, dann wird das nach einem Jahr nicht annähernd 40.000 oder 35.000 mehr Wert haben. Ja, dann kommt noch die Laufleistung, Verschleiß, alles dazu. Und dementsprechend ist hier ein Fahrzeug, wie auch in dem Kommentar genannt, ein Luxusgut, aber auch eventuell mit potenzieller Wertsteigerung. Also das ist natürlich hier auch zu beachten. Ja. Wenn es Fragen gibt, lass es mich wissen. Wenn du Ideen hast, wie du auch andere Fahrzeuge noch irgendwie hier reinbringen kannst, etc., lass es mich wissen, schreib es in die Kommentare. Und wenn du auch deine Gesundheit und mehr fördern möchtest, kannst du auch dich in der Videobeschreibung einmal umschauen. Und ich freue mich, wenn du den einen oder anderen Link natürlich auch benutzt und dich umschaust. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne dem Video einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, teile den Kanal und falls du es noch nicht gemacht hast, darfst du auch gerne abonnieren und dann freue ich mich schon auf das nächste Video und wünsche dir einen wunderschönen Tag, egal wo und wann du bist. Liebe Grüße aus Alanya, dein Markus.